Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück bei 7 Days to Die mit Salome. Hi. Die darf nicht fehlen. Und nein. Ich muss jetzt hier so. Ich gehe meiner Lieblingsbeschäftigung nach, Bäume pflanzen. Ja, mit dem nächsten Level kann ich wieder eine Kochstufe lernen. Dann kann ich Chili Dogs mit Bier, Yucca-Saft-Smoothie und das war's. Hey, doch so viel. Lerne Opas Geheimrezepte. Wow. Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich aufstoßen muss. Ich habe gerade Sprudelwasser getrunken. Wie kannst du es wagen, Sprudelwasser zu trinken? Ja, das frage ich mich auch. Ich frage mich das immer wieder, wie ich das hinkriege. Kannst du dich sowas nur zutrauen, ey? Schlimm, ne? Ja. Sehr schlimm. Ich höre nur die Bäume fallen. Ja. Ich bin wieder der Axtmörder hier. Naja, nicht ganz. Ich pflanze ja die Bäume wieder ein, also ist nicht so, dass ich ja hier, ne? Jupp. Nur abholze. Juppidu! Juppidu! Ja, wir brauchen ja das Holz. Hilfe. Jo, wir brauchen noch eine ganze Menge Holz. Ich brauche Nachschub. Njong! Das war auch gut eben. Hetz mich nicht. Na. 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 Na, was ist? Ich glaube, das hetzt mich nicht. Ich mag das nicht, gehetzt zu werden. Immer muss ich auf dir warten. Hallo? Kann nicht schnell, es geht halt nur so langsam. Der visiert ist nicht immer so an, wie ich es brauche. Ja, und manchmal wird das normale Holz auch nicht zu dem besseren Holz. Und dann musst du immer erst irgendwie so von dem Nachbarn noch eins umwandeln, damit das dann mit sich ändert. Bei dem Stein hatte ich das bisher noch nicht, sondern immer nur von dem ersten Holz aufs zweite. Snake. Jupp. Oh, jetzt hast du aber verloren. Das war nicht so gut. Na. Juhu. Deine Karte kommt und hast jetzt hier fertig. Fertig. Yay. Oh, Moment. Wie viel habe ich noch einstecken? Uiuiui, ich kann noch 87 Stück machen, dann ist schon wieder Feierabend hier. So. Okay. Da. Gerade nochmal ein Tausender rausgezogen. Aus meinem Hinterteil. Yeah. Ich kneife die Backen so sehr zusammen, dass dabei Pflastersteine rauskommen. Oh, jetzt ist aber eklig hier. Sogar mit Zement zwischendrin. Ah, das ist eklig. Jetzt frage ich mich gerade nur. Oh. Ah, das Holz langt doch. Du fragst dich nur. Noch habe ich ein bisschen Holz.
frage mich nur, wie lange es noch so bleibt, dass ich noch so viel Holz habe. Haben wir noch Bäumchen da? Ich muss gucken. Ansonsten gehe ich jetzt mal hacken und du haust hier weiter das Holz rüber oder umgekehrt. Wieso willst du jetzt Baum hacken? Ja, weil wir noch Bäumchen und Holz brauchen. Dann gehe ich lieber raus. Wir haben schließlich oben auch noch den ersten Stock, ne, den wir auch noch machen müssen. Später. Ja, aber nicht jetzt. Das wird nee, so viel später. Folge. Huch. So ein ganz zaghaftes Huch. Ja. Na? Entschuldigung. Sie freut sich heute mal wieder ganz doll. Guck mal, ich baue unter deine Füße, baue ich dir die Pflastersteine hin. Tschüss. Die Bude ist teilweise hier oben sogar schon aus besserem. Ja, das ist halt, ja, das ist halt das Erdgeschoss da, wo ich damals halt ein bisschen schon was gemacht hatte. Wir haben die Verbindung aus dem Keller heraus. Ich hoffe, ich habe alles erwischt. Ja, bis auf wenige Stellen hat es eigentlich ziemlich schon. Das bessere Holz. Mann, habe ich viel Holz mitgebracht. Ja, ist doch super. So. Kommen gut voran hier. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel Holz noch ist. Okay. Das ist eine sehr interessante Folge. Ja, bum, 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 batsch, bum. Bodenbaufolge. Was habt ihr die ganze Folge gemacht? Boden gebaut. Beziehungsweise Pflastersteine verlegt. Ich hab noch Holzstiel verlegt. Also bei mir wurde heute ein Rohr verlegt und hier verlegen wir halt Boden und Pflastersteine. Genau. Wobei, wenn diese Folge rauskommt, ist es schon länger her, wo bei dir stimmt. So ausgelegt worden ist, ne? Ja, da ist es schon mindestens wieder, oh Gott, 2 Wochen, 3 Wochen her. Ja. Ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, ist schon wieder Juni. Oh ja, Zeit vergeht. Mein Großer wird 8 Jahre im Juni. Ja, ist doch schön, wenn die Zeit schnell vergeht, dann kriegen wir unsere Switch endlich. Ja. Ende Juni, das dauert noch so lange. Ja, wir haben uns jetzt beide eine bestellt. Ja. Wir konnten nicht widerstehen. Nein. Und das alles nur wegen Animal Crossing, ne? Nicht nur. Ja, aber was war unser erstes Spiel? Naja, es ist dabei, also. Ja, du hast es dazu bestellt. Oh, ich bin out of Stein. Ich nicht. Ich hab noch Holz. Ich und mein Holz. Holzi, holzi, holz. Aber auch nicht mehr viel. So, was sagt denn hier? Oh, fertig. 265 habe ich noch. Kann man denn noch welche herstellen? Pflastersteine hier. Lehm und Stein. Och, mit Sicherheit. Ich glaube, wir hätten eigentlich wieder nachfüllen müssen. Dann hätten wir jetzt keinen Abbruch gehabt. Eigentlich schon. Oh, ich bin out of Holz. Immer Holz hacken. Jo, mach das. Ich pack mal direkt 2x Steine rein. Seid ihr denn schon so weit? Ja, seid ihr. Oh, man kann nur für maximal 10.000. Maximal 10.000 was? Ja, man kann nur maximal 10.000 Dinge angeben zum Herstellen. Aber 12.000 kann ich machen. Okay. So. Alter, 150 Minuten. Wuhu. Eine Folge lang nur das herstellen? Ah, geil.
Nee, das sind mehrere Folgen. Das sind 100, 120, 100, 150 Minuten durch 30 Minuten. Das sind 5 Folgen. Wenn ich richtig gerechnet habe, zumindest. Was durchaus auch mal nicht der Fall sein kann. Oh, ich habe aufgehört zu rechnen. So, hier haben wir jede Menge Dingensens. Oh, wir müssen auch dringend in die Wunde. In die Wunde? In die Wunde habe ich. Die aktuelle. Oh Gott, hier sind nochmal 1000 Pflastersteine drin. Nee, wir brauchen dringend Sand. Ich brauche Sand, um die Betonmischung zu machen. In die Wüste wollte ich das sowieso. Ja. Wir müssen dringend in die Wüste. Meine Axt ist kaputt. Oh. Du armes Ding. Ich brauche Reparaturwerkzeug. Warum hast du dir die Motorsäge nicht mitgenommen? Weil die schlecht ist. Ach so. Ich müsste erst eine bessere herstellen. Ja, bis du wieder da bist, habe ich wahrscheinlich hier schon alles in Pflasterstein ausgebaut. Kann gut sein, weil ich erst Bäume pflanzen muss. Oh, okay. Ich habe gerade für jeden Baum, den ich fälle, muss ich einen Baum wieder pflanzen. Ach so, ja, natürlich. Wäre ja blöd, wenn du es nicht machen würdest, ne? Eben. Herr Forstmeister. Ja, normalerweise müsste ich den Erfolg schon längst gekriegt haben, da. Aber ich habe den jetzt nicht. Oh. Juppidu. Schalalala. Bin wieder da. Was? Das ging jetzt aber schnell. Ja, ich habe erstmal nur ein paar Bäumchen gefällt. Nachdem ich gesehen habe, wie viel 900 schon ausreicht. Oh, ich muss hier unbedingt das Zeug wegrabbeln, ey. Das geht mir so auf den Keks, dass das hier so hoch ist. Ich will mal sehen, wie du das wegkrammelst. Oh, geile Erde. Du geiles Stück. Ach, Holz. Oh, könntest du hier mal draufhauen? Hier muss repariert werden. Hier, wo ich bin. Da. Das Holz. Unten. Direkt neben dem Stein. Dankeschön. Bitte. Oben muss auch repariert werden. Das war da, wo du reingeschossen hast. Du müsstest auch mal von draußen so eine Ecke aufwerten, die fehlt noch draußen. Moment. Ich wollte das als Akzent behalten. Na? Na? Ja, da ist so eine Pflanze im Weg. Dankeschön. Nur die Ecke? Nein. Musst du mal auf der anderen Seite gucken. Vielleicht ist da auch noch was. Ich weiß es gerade nicht. Ja, hier ist noch eine Ecke. Oh, ich hasse diese Pflanze. So. Das hier neben der Tür müsstest du auch noch mal reppen. Hier. Dankeschön. Auf der anderen Seite musste ich auch reparieren. Oh, hier musst du auch. Hier neben dem Fenster. Danke. Hab ich das eben gemacht? Ich hab nicht draufgeschlagen. Das hätte ich gesehen. Das hab ich akzeptiert. Auch kann es auch sein, ja. Hier ist auch. Ich lasse das einfach mal aus, dann siehst du, was es ist. Jo. Oh, hier draußen auch. Hier. Achso, oh, okay. Nee, da musst du reparieren. Bei dem anderen fehlen mir schon wieder die Sachen. Yes, nee. Wie schnell das weg ist. Ah, sieht doch schon richtig, richtig hutzelig aus.
Sieht aus wie eine Steinhütte. Ja. Wie eine richtig pottenhässliche Steinhütte. Ja. So, ich hatte hier noch Benzin. Wir haben noch Pinsel. Ich mal's einfach an. Geht das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Wenn du Farbstoff hast, vielleicht noch, ja. Möglicherweise. Wir haben doch Farbstoff. Ja, irgendwo habe ich welchen gesehen, ja. Oh. Kaliber. Entschuldigung. Das war wieder ein Aufstoßen. Ich höre einen Zombie. Ich höre eine ganze Menge Zombies. Was machen die plötzlich hier? Die wollen halt auch mal wieder. Die haben nichts zu tun. Die haben nichts zu tun. Vielleicht sollten wir das Auto besser reinholen. Ja, wäre eine Idee. Nicht getroffen. Oh, von drüben kommt offensichtlich auch noch was. Oder kam noch was. Scheint so. Jo. Was ist das jetzt gewesen? Nimm meine Ruhebaukammer hier. Nimm meine Ruhebauer. Was willst du? Nimm meine Ruhebaukammer hier. Nimm meine Ruhebauer, habe ich gesagt. Was soll das denn sein? Nicht mal in Ruhe bauen kann man hier. Ach so, nicht mal in Ruhe bauen. Ich habe verstanden, nimm meine Ruhe Bauer oder irgendwas. Das sehe ich so, hä? Nimm in Ruhe baue, kann man hier. Ja, das weiß ich jetzt auch. Das war gerade irgendwie so eine außerirdische Sprache für mich. Du bist hier ein Außerirdischer. Ja, das sowieso. Ich bin von Planet, keine Ahnung woher. In der Mond gleich links. Ich hab genau. Gott, das war auch eine uralte Serie. Oh ja. Genauso wie der Morg von Ork. Der Ork vom Morg? Ich weiß der nicht. Ork, der Morg vom Ork. Ach egal, keine Ahnung. Ich buddel mal unser Haus da drüben ein bisschen aus. Ich komme ja noch nicht mal drunter durch, weil das so niedrig ist. Ich komme drunter durch. Ich bin lieber kleiner als du. Oh. Wenn du gerade draußen bist, hol doch mal das Auto rein. Wenn ich es finden tue. Auf der anderen Seite. Wie immer. Auf der anderen Seite. Wow. Ach da. Gefindet. Hui. Yay. Nimm mit. Nein, du sollst nicht hupen, du sollst es nehmen. Oh, Alter, warum wird denn das auf einmal so dunkel? Ah, wolkig. Regen. Wolkig. Mit Aussicht noch Kaltschwellchen. Ja, oh, die hatte ich heute Mittag. Hm. Ich mag den Film davon. Ich habe den Film nie gesehen. Ich schon. Der hat mich irgendwie nie interessiert. Oh, ich hab beide Teile gesehen. Okay. Oh stimmt, ich hatte unten im Lager liegt, glaube ich, noch so ein Holzpflock zum Hinsetzen. Holzpflock zum Hinsetzen? Ja, ein Holzpflock zum Hinsetzen. Also auf den Pflock werde ich mich aber nicht setzen. Ein Pflock. Du bist jetzt Elektriker, lerne Generatoren zu fertigen, schütze deine Basis mit fortgeschrittenen Fertigungssystemen, viele Elektrozone, genau. So, wo hatte ich das denn? Hatte ich Stadtdingens? Stadtdingens? Ah, hier, da ist es doch. Stadtdingens.
Batteriebanken, Elektrowerkzeuge, die Kettensäge, Erdbohrer, Erdbohrer. Nagelpilz. Nagelpistole. Ja, Robert meinte auch, Erdbohrer und Nagelpistole sollten wir auch ganz dringend machen. Warum? Weil das sehr, sehr praktisch wäre. Gerade der Erdbohrer wäre angeblich sehr, sehr praktisch. Wie geht denn der Erdbohrer? Weiß ich nicht, muss so gucken. Erdbohrer. Brauche ich Werkzeugteile, ein Fahrradlenker. Gut, dass ich einen Fahrradlenker gefunden habe. Praktisch. Aber wo finde ich denn Motorwerkzeugteile? Ich schätze mal, wenn du einen Motor zerlegst. Haben wir noch Motor Vermute zu zerlegen? Ich mal. Da, ich denke mal, wir haben noch welche, ja. Mechanisches. Nee, ich glaube, ja, wir haben definitiv welche. Bei Dingens, glaube ich. Nicht nein, bei den Kleinteilen. Mechanisches, genau. Ach so, okay. Ja. Dann habe ich es verkehrt verstanden. Ich habe Mechanisches gesagt. Ich sage, dann habe ich es verkehrt verstanden. Ansonsten müsste ich mal gucken, ob ich die einfach so herstellen kann. Nein. Okay. So ist das schon. Kein großer Motorradtank machen, mehr toll, das brauche ich nicht. Nee, ein großer Autotank wäre nicht schlecht. Ja, das wäre geil. Obwohl, wir haben einen großen Tank. Ja, aber für Dingens. Das ist, glaube ich. Ich wollte noch gucken wegen. Genau, das wollte ich haben. Bei mir habe ich gerade Kampfmusik im Ohr. Okay. Und nein, ich bekomme damit nicht das raus. Sollten wir mal googeln, vielleicht. Ich bekomme mechanische Teile raus, wenn ich einen Motor zulege. Motorwerkzeugteile. Vielleicht von der Kettensäge, weil das so ein Motorwerkzeug ist? Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen. Da brauche ich auch Motorwerkzeugteile dafür. Okay, dann könnte es vielleicht passen. Wenn du eine Kettensäge zerlegst. Ich glaube nicht, dass ich mir eine Kettensäge zerlege, dass ich, wenn ich Motorwerkzeugteile bekomme von einer Kettensäge, mich eine Kettensäge daraus bauen kann. Ja doch, genau deswegen. Wenn du zum Beispiel so einen Stahlhammer zerlegst, kriegst du ja auch Stahlhammerwerkzeugteile. Und wenn du eine bauen willst, brauchst du diese Stahlhammerwerkzeugteile. Dass wir zwei Kettensägen da haben, dann kann ich wenigstens in einer austesten. Mhm. Vielleicht ist es auch nur ein bestimmter Prozentsatz, wo das eventuell rauskommt. Dass es vielleicht gar nicht zu 100% droppt. Motorwerkzeugteile. Ah, die sind bei Mods. Das sind so Waffenmods. Guck mal ganz hinten. Stahlwerkzeug, Motorwerkzeugteile. Wir haben sogar noch welche da, aber nicht genug. Ja, deswegen habe ich jetzt gerade gesagt, guck mal ganz hinten bei den Mods sind doch diese Teile. Ob da welche dabei sind. Aber wenn sie nicht reichen. Waffenwerkzeug, um diese Gegenstand zu erhalten. Ah, okay. Haben wir eventuell noch Waffen, die ich zerlegen könnte? Musst du mal bei Waffen gucken. Da sind bestimmt eine ganze Menge drin. Den Schockstab vielleicht. Den Schockstab vielleicht. Ja, da müssten wir auch eine ganze Menge haben. Am besten die zerlegen, wo ein niedriges Level haben. Jo. Ich probiere es auch mit Maschinengewehr. Alter, hier oben, das ist anderthalb Blöcke höher als auf der anderen Seite. Okay. Wir haben fünf Geschütztürme. Ui, die kannst du eigentlich auch mal zerlegen. Weil die Teile, Geschützturmteile, die werde ich dann später brauchen, wenn ich selber baue. Ich zerlege aber nur die Einser, ne? Ja. Oh, ich bin durstig. Oh, Jesus. Dann trink was. Wie kann er es wagen, jetzt durstig zu werden?
Der will bloß wieder nur eine Pause machen. Genau. Okay, ich bekomme davon nicht die Teile, die ich brauche. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Das nervt mich jetzt. Ich müsste nochmal die andere Kettensäge auch zerteilen. Das wäre doof. Na gut, wir haben die Kettensäge bisher eh noch nie benutzt. Ja, schon, aber... Oi. So, erstmal Trinkpause. Brauche ich jetzt 12 oder brauchte ich? Ich habe keine Ahnung, wie viel ich nochmal brauchte. Was soll ich nochmal herstellen? Ach, den Erdbohrer, ne? Ich glaube schon, ja. Da brauche ich 12, genau. Ein Motor und so geschmiedet Stahl. Juka! Ein Motor. Boah, mein Herz! Und geschmiedet Stahl. So, mache ich das hier? Geschmiedet Stahl. Geiles Deutsch. Geschmiedet Stahl. Ach so, sag doch, dass das Juka mit Y geschrieben wird. Ich schreibe das alles mit J. Du hast dich gefragt. Das war auch eher so an mich gerichtet. Ach so. Ich sollte vielleicht mal gucken, was wir kochen können. Also, wenn irgendwann mal... kann ich die vielleicht das eine mal abbrechen? Chili, Wildbret. So? Was kannst du abbrechen? Kann ich mal das mit den 8000 Teilen abbrechen? Ja, natürlich. Du musst es dann halt nur wieder einstellen, ne? Jetzt habe ich auch noch im Inventar drin. Das war das Dose Chili und Maisbrot. Ich mach mal ein paar Chili-Würstchen. Oh. Kann ich noch eigentlich eine Lampe? Das wird aber nicht lange reichen. Kulturklammer. Die. Keine Beistelltischlampe. Was ist eine Beistelltischlampe? Ich hätte mir eher so einen Baustrahler erhofft. Ach, ich glaube, den Chili-Hotdog kann ich noch gar nicht machen. Nee. Ich kann keinen Baustrahler machen, das nervt mich. Das ist doch Maisbrot, ne? Chili, Maisbrot, Fleisch. Das Rezept davon noch nicht? Ah, ich habe das Rezept davon noch nicht. Sag das doch. Weil also sowas wie ein Baustrahler oder sowas gibt's hier gar nicht, ne? Mit wie was? Sowas wie ein Baustrahler oder sowas gibt's hier gar nicht, ne? Ein Baustrahler? Ja, Lampen. Ach so, du meinst Licht? Ja. Doch, aber da brauchst du den Elektriker, glaube ich, für. Ich kann Industrielicht herstellen. Ja, siehst du? Ist doch schon mal was. Wo ist denn... Ah. Wenn du das Spiel des Eis suchst, ist es weg. Ah. Industrielicht. Was brauche ich dafür noch? Geschmiedetes Eisen, elektrische Teile. Okay. Pflastersteine, das wollte ich haben, ne? Ja, genau. Da hast du deine 5 Millionen Teile wieder, die gemacht werden. Ach, ich habe noch was für dich. Ah, jetzt darf ich es machen. Jetzt darf ich es. Da haben die Kochgegenstände haben drin gefehlt. Okay. Was für Gegenstände? Ja, dieser Grill und der Messbecher und so, das hat in diesen Dingen gefehlt, deswegen konnte ich das nicht machen. Ah, ja. Mais, Kartoffeln. Guck mal. Yeah. Wie funktioniert das jetzt so? Keine Ahnung. Fleisch habe ich noch. Rein. Ah, Mais habe ich gar nicht mal so viel. Und nur eine Kartoffel, okay, das kann man, glaube ich, nehmen. Hast du Benzin?
Benzin bei meiner Kiste. Die Kiste. Nee, da ist nichts drin. Hä? Okay, dann ist es beim Nützlichen eben drin. Ich glaube, da hinten haben wir irgendwo auch noch irgendwelche Motormods, wo mehr Ding ist. Ja, da. Großer Motorwerkzeugtank. Hallo? Ja, brauche ich doch gar nicht. Warum nicht? Da hast du mehr, da kannst du mehr Ding machen. Mehr Benzin rein. Wo? Hier. Brauche ich doch nicht. Gib kein Würstchen für dich. Ich will auch kein Würstchen von dir. Ja gut, dann verhungerst du. Ist mir auch egal. Das interessiert so. Mich nicht. Nee. So, Dele. Mehr ging gerade nicht, aber immerhin. Schon mal etwas. Eigentlich müsstest du das Ding testen. Eigentlich ja. Okay, es geht definitiv schneller. Das ist um einiges angenehmer. Und mehr definitiv was für dich. Guck. Ach, der Erdbohrer, cool. Ich hab ihn dir zugeschmissen. Ja, hab schon. Warte, dann muss ich hier hoch. Ist weitaus angenehmer, finde ich. Hui! Gefällt mir. Gell, geht schneller. Ja. Also, das finde ich angenehmer jetzt. Ja, ich muss so aufpassen, dass ich da nicht zu tief buddel. Ja. Jetzt hat es Spaß. Ja, geil. Dankeschön. Bitteschön. Und was braucht man, die Nagelpistole? Ja, da kann man die Zombies mit an die Wand pinnen. Ach. Ich find's cool. Ich find das auch bei Dead Space 2 so geil, diese Nagelpistole. Ja, ich nicht. Das Benzin ist leer. Ja, ich habe auch nicht voll gemacht. Ach so, wie viel hatten der? Ich brauche Benzin! Komm ja schon. Ich muss nur gerade was essen, ich muss mir ein Sandwich klauen jetzt mal. Guck mal hinten im... Hier. Im Lagerfeuer ist Dingens. Ja, das Sandwich gelangt. Und am nächsten Tag müssen wir um die Wüste. Ich brauche. Ja, wir müssen dringend Öl machen. Für Ding. Für Benzin. Auto generell. Gell? Ja. Elektrische Teile brauche ich fürs Licht. Okay. Elektrische Teile haben wir zum Glück eine ganze Menge. Yeah. Geile Scheiße. Da muss ich Batterie herstellen. Oder was muss ich dafür machen, um den Generator muss ich dafür herstellen, glaube ich. Für das Licht meinst du, oder wie? Ja. Ja. Für den Generator brauche ich geschmiedetes Eisen, mechanische Teile und elektrische Teile. Okay, kann ich herstellen, kein Problem. Oh, so schwer ist ja gar nicht herzustellen. Das heißt, ich kann uns Licht machen für draußen. Juhu! Aber ich nicht weiß, wie das funktioniert. Ich auch nicht. So weit war ich noch nicht. Oh, okay. Ich habe noch nicht mal das Auto. So, einmal ein Generator. Was habe ich gesagt? Licht, ne? Jupp. Dann mache ich mal das Industrielicht. So. Ich kann auch einen Elektrozaun herstellen.
Ja, cool. Ein Elektro. Leck. Dann werden wahrscheinlich definitiv die Zombies fernbleiben erstmal. Ja, man weiß es nicht. Die werden wahrscheinlich in den Zaun reinknallen. Die Elektrozaunpfosten. Elektro-Zeitschalter-Relay. Oh, was ist das denn, das Relay? Hilfe. Das Relay, ich glaube, das ist so eine Steuerung. Okay. Glaube ich. Ich habe davon keine Ahnung. Ich dachte, ich glaube es. Ich weiß es auch nicht. Ich bin kein Elektriker. Elektrozaunpfosten, Elektrozeitschalter-Relais, Elektrokabelverschaltung. Boah, das Ding frisst voll viel Saft hier, ey. Diamantspitzenklingen-Mod. Okay, lieber Robert, falls du das irgendjemand mal hörst. Oh, ich glaube, da bin ich schon etwas zu tief. Hä? Ich glaube, hier bin ich schon was zu tief rein. Ups. Kann schnell gehen, ne? Ja. Aber was ist die Elektroschaltung? Ja, dass du irgendwas ein- und ausschaltest, schätze ich mal. Beschreibung. Nutze, um elektrische Komponente mit einem Kabel zu verbinden. Ah. Das elektrische Relais schließt einen davon an, um Ereignisse anhand der Tageszeit auszulösen. Ja, jetzt siehst du, jetzt weißt du. Oh, dann brauche ich aber so ein Relais. Die Warteschlange ist voll. Oh, wie so oft. Wo muss ich diesen Generator dann hinstellen? Muss ich ihn draußen hinstellen, wenn ich draußen Dinge haben möchte? Ich schätze mal, es gibt auch Kabelverbindungen oder sowas. Ja, das sind diese Relais, wo ich dir erzählt habe. Ah, gut. Ich stelle ihn mal hier ins Fenster rein. Gute Idee. Boah, ich sehe kaum noch was. Yay. Yeah. Wir brauchen jede Menge Motoren. Und ich brauche gleich jede Menge Erde. Zum Wiederauffüllen. Oh Gott. Alter, der braucht Motoren zum Laufen. Ja, wir brauchen jede Menge Motoren, habe ich gerade eben und gesagt. Und Benzin. Und ich sehe nichts mehr. Wir haben aber noch drei Motoren. Ich könnte mal eine Fockel gebrochen. Hier ist schon wieder die Tür offen. Ich habe es nicht aufgelassen. Ich jetzt schon. Alter, wie das hier aussieht. So, das Ding ist vollgetankt. Okay, drei Motoren lang. Gut zu wissen. Im Übrigen, bei Rohstoffe war noch Benzin drin. Oh. Plomp. Hä? Was plomp? Ach. Das, was ich ja gerade eben gemacht hatte, hat sich nur plomp hast noch gehört. Ach so. So. Brennendes Fass könnte ich auch herstellen, wenn du willst. Da ist auch Licht. Ja, das stimmt. Aber wahrscheinlich will ich dann alles andere mit in die Luft jagen. Nee, das ist einfach nur eine Lichtquelle. Oh, statt Topfpflanze habe ich gerade eben Todpflanze gelesen. Todpflanze? Auch nicht schlecht. Ja, Todpflanze. Ich habe natürlich eine Todpflanze herstellen. Musstest du das nicht? Ich hoffe ja, dass ich für mein Denken das richtig anstelle, was ich hier versuche zu tun. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, das ist immer mein Denken. Und mein Denken ist sowieso ein bisschen
seltsam. Ja. Ich probiere es einfach jetzt mal. Ich tue es einfach mal. Wow. Das ist so wenig. Kann ich die wieder abmachen? Nein. Okay. Die kriege ich auch nicht mehr ab. Was? Ach so. Ich habe jetzt nur zwei angebracht, mehr nicht. Okay, cool. Strom läuft schon mal. Ja, aber kein Licht. Ja, weil die Verbindung, denke ich mal, fehlt, ne? Deswegen will ich jetzt gleich gucken. Ich habe jetzt angeblich so ein Relais jetzt ja gemacht, so ein Verbindungsdingens. Das ist so doof, ey, dass man da nicht richtig das bauen kann. Ich habe hier überall diese Hubbel jetzt drin. Das ist so scheiße, ey. Das ist so furchtbar. Ganz kapieren tue ich das jetzt aber nicht. Was habe ich jetzt gebaut? Eine Elektrokabelschaltung. Ich hasse das. Warum hängt es in der Luft? Was hängt in der Luft? Die Finger hängen in der Luft bei mir. Was für Dinge? Ja, meine Lampen. Okay. Und jetzt? Nicht draufschlagen! Ja, wie kann ich denn das binden, hä? Keine Ahnung. Huch. Muss ich jetzt noch extra Kabel herstellen? Möglich. Nein, ich habe nur die Elektrokabelverschaltung. Benutzt, um elektrische Komponenten mit Kabeln zu verbinden. Ja, aber Kabel kann ich nicht. Wenn ich Kabel eingebe, kommt nichts bei mir. Hm. Ich will das gerade haben. Das sieht voll scheiße aus. Mhm. Oh, wir sind bei 42 Minuten. Oh. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, aber vorher informiere ich mich mal, wie das jetzt funktioniert mit diesen Kabeldingern. Gute Idee, genau. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.